Willkommen zurück an der alten Nähmaschine. Heute geht's um die Doppelnadel. Die Doppelnadel oder auch Zwillingsnadel genannt, gibt's in drei verschiedenen Breiten: 2 mm, 3 mm und 4 mm. Die sehen dann so aus. Grundvoraussetzung ist, dass eure Maschine den Zickzackstich kann. Bei anderen geht es überhaupt nicht. Also die Maschine muss den Zickzackstich können. Und dann spannt man sie ganz normal ein. Wie die eingefädelt wird, da gibt es Unterschiede. Entweder die Maschine ist dafür ausgelegt oder eben nicht. Wenn sie dafür nicht ausgelegt ist, dann wird es ein bisschen schwierig. Es geht aber. Dann müssen einfach die zwei Fäden da lang geführt werden, wo sonst einer geht. Ist ein bisschen fummelig. Manche Maschinen sind direkt so gebaut, dass da zwei Fäden durchgezogen werden können. Da geht es dann sehr schön, wie bei der hier. Und bevor es dann losgeht, bitte unbedingt auf die Stichlage achten, dass die Nadel genau in die Mitte trifft und nicht auf den Steppfuß knallt und abbricht. Genäht wird mit einem geraden Stich. Wenn dann alles eingefädelt ist, muss dann die Oberfadenspannung noch erhöht werden. Und unten bleibt es bei dem einen, der macht dann Zickzack. So, und wofür nimmt man so eine Doppelnadel? Zum Beispiel kann man damit so einen Coverlock-Stich ersetzen. Man hat ja drei Fäden. Unten wird Zickzack gemacht, oben zwei schöne gleichmäßige Nähte nebeneinander. Sieht dann fast aus wie gekauft. Den Coverlock-Stich nimmt man bei Jersey und die Naht lässt sich danach noch sehr schön dehnen. Man setzt die Doppelnadel auch zum Beispiel bei Biesennähten ein. Da verlinke ich euch hier oben mal noch ein Video.